Die Aufnahmen starten. Denn jetzt kommen wir zu unserem Special Part. Und zwar haben wir da eine junge Dame gewinnen können. Ja, die mittlerweile, die ist 33 Jahre jung, ist verheiratet, Physiotherapeutin und ehemalige Hochleistungssportlerin in der Leichtathletik. Und sie hat PM im August 2019 kennengelernt, und hat hier eine richtig, richtig krasse Karriere hingelegt, ist mittlerweile bei uns im Top-Management, im Presidents-Team und verantwortet mittlerweile über 1,2 Millionen Jahresumsatz. Also schon ein richtig, riesen Team, was sie da aufgebaut hat. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Drita. Hallöchen. Ja, ich finde es mega, dass ich heute dabei sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also Hannover, richtig cool. Ich wollte eigentlich schon nach Hannover fahren. Da habe ich mit dem Tobi geschwätzt letztens. Und dann sagte er, nein, das ist online. Das können wir aber auch nochmal machen. Du kannst gerne auch nochmal live hinkommen. Sehr gerne, sehr gerne. Da Ja? mache ich da gerade mal einen Abstecher. Genau. Ja, mega, mega, dass du mit am Start bist. Ich freue mich richtig jetzt, ja, deine Geschichte mal zu hören. Deswegen, fang einfach mal an, stell dich kurz vor, und ja, ja, was hast du vorher gemacht und wie bist du dann auch zu PM gekommen? Ja, also ich bin Drita Wieland, ja, habe vor 2 Jahren geheiratet, also Dedikova nicht wundern, bei mir steht hier immer noch Dedikova drin, komme gebürtig eigentlich aus Tschechien, lebe aber schon seit über 20 Jahren, ja, hier im schönen, ja, Deutschland und bin praktisch in der Nähe im Westerwald aufgewachsen, Richtung Limburg, dem einen oder anderen wird es wohl was sagen. Und da bin ich so richtig so auf dem Land groß geworden. Und 5 Jahre habe ich vorher in Tschechien gelebt. Den Rest meiner Kindheit habe ich eigentlich so gut wie in Deutschland gelebt. Bin zweisprachig aufgewachsen. Und ja, habe dann dauert auch meine sportliche Karriere in Deutschland ja, absolviert. Das heißt, ich bin im Leichtathletikverein gewesen. Habe damals für Jugend trainiert für Olympia, wurde ich dort entdeckt und habe einen großartigen Trainer gehabt, der damals dann viel mehr in mir gesehen hat wie ich selbst. Und ja, er hat mich dann tatsächlich für die deutschen Meisterschaften hintrainiert. Es war Wahnsinn. Also der hat dann tatsächlich Dinge mit mir getrieben, wo ich gedacht habe, das schaffe ich alles gar nicht beim Hochleiten. Also wir waren Hochsprung und 200 Meter Sprinten. Und dann hat er irgendwann mich mal angemeldet und lauter Kreismeister. Und dann habe ich gesagt, der hat sie nicht mal. Jetzt soll ich da laufen. Ich habe noch gar nicht richtig trainiert. Und habe dann da tatsächlich das erste Mal Kreismeister geschlagen, obwohl ich selbst gar kein Kreismeister war. Und da wurde mir dann klar, okay, da ist tatsächlich irgendwas. Habe dann aber leider einen Trainerwechsel bekommen, weil im Verein irgendwas passiert ist, was ich bis heute leider nicht weiß, was sehr, sehr schade war. Das heißt, mein Trainer war dann nicht mehr für mich zuständig. Und habe dann in der Zeit einen Jüngeren gehabt, der mich aber dann nicht so gefördert hat und hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr. Das heißt, ich hatte einen Leistungsabbruch, habe dann aufgehört. Dann war damals der Freund, den ich da hatte, noch interessanter wie dann irgendwann der Sport. Also man vernachlässigt sich dann. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man also man denkt, was da passieren konnte, was man da draus machen konnte. Und ja, und dann fing es halt bei mir an, tatsächlich in jungen Jahren, dass ich dann ab, ja, so zwischen, ja, ab 20 Jahren fing es dann an, dass ich dann bis 28 Jahre lauter Infekte hatte, grippale Infekte, Blasenentzündung, Herzrhythmusstörungen, ja, Herpes war richtig extremst ausgebrochen, das konntest du wirklich jeden Monat. Mittlerweile toi toi, also wenn dann vielleicht einmal im Jahr. Also es waren extreme Sachen, die da kamen. Haare irgendwann, die Haut war nicht mehr in Ordnung. Ich habe dann tatsächlich so viele Kuren und alles Mögliche probiert. Spritzen, ich wurde müde und ich habe gesagt, das gibt's nicht. Ich habe keinen Sport mehr gemacht. Ich habe in der Zeit mit meinem, ja, mit meiner Idee gehabt, was machst du denn jetzt beruflich? Und dann hat es mich tatsächlich in die Physiotherapie so ein bisschen hin verschlagen. Und als ich dann die Physiotherapie 2014 angefangen habe in Koblenz, im Brüderhaus,
Das ist dann eine staatliche Schule, habe ich gemerkt, wow, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte was für die Menschen tun. Und da habe ich mich dann entschieden, habe diese Ausbildung durchgezogen und war dann total happy und kam dann sozusagen in die Festangestellten-Situation rein und habe dann erstmal gedacht, wow, jetzt hast du hier deine ersten 1200 Euro und dachte, ich könnte mit den 1200 Euro die Welt kaufen, weil wir einfach damals in der Physiotherapie kein Geld verdient haben. Das heißt, wir haben tatsächlich auch noch im ersten Lehrjahr mussten wir das auch noch zahlen. Jetzt ist es tatsächlich umgedreht. Das ist unglaublich für eine Dienstleistung, die wir da erbringen, mussten wir noch für eine Ausbildung Geld zahlen. Und wir haben Gott sei Dank durch die staatliche Schule irgendwann, ja, mussten wir es dann noch nicht mehr zahlen und haben dann die Rückvergütung bekommen. Ich habe mir dann erstmal ein Pferd gekauft, habe es keinem erzählt. Also, ich habe ein haariges Kind, bin verheiratet und meine Mutter sagt immer, wenn sie telefoniert mit ihren Freundinnen, sagt sie immer, na, was machen die Enkelkinder? Und dann sagt sie, ja, bei mir ist mein haariges Enkelkind wieder da. Also, das ist immer sehr lustig. Und ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, wow, es macht jetzt richtig Spaß, bist jetzt festangestellt und 20-Minuten-Taktung und dann, ne, die Patienten waren dann total dankbar und dann hast du gemerkt, wow, da jetzt musst du anfangen, aber noch Zusatzqualifikationen zu machen und die kosten richtig Geld in der Physiotherapie. Bin dann nochmal, habe mich nochmal 2,5 Jahre ausbilden lassen nach einem Konzept, das ist ein australisches Konzept. Und habe dann für mich irgendwann gedacht, okay, das ist das ist genau der Weg. Ich möchte ganzheitlich arbeiten, weil ich sehe, das ist nicht so, wenn da jemand einen Knieschmerzen hat, dann bist du nur am Knie am Arbeiten, sondern dann ist die Ursache auch woanders. Ja, also es könnte auch am Lendenwirbel sein und, und. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwann war das Problem, dass auch auf meinem Arbeitsplatz natürlich auch Mobbing war. Also das durfte ich dann auch verspüren. Das war natürlich sehr krass. Bin dort dann weggegangen, habe dann eine nette Freundin von mir, die eine Praxis hatte im Westerwald. Ich bin dann praktisch von Koblenz dann wieder zurück in den Westerwald, habe dort dann in der kleinen Praxis gearbeitet, vorher in einer größeren Praxis. Und ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, wow, okay. Jetzt ist eine schöne Dynamik drin. Jetzt haben wir wenigstens mal so 20 Minuten Zeit für die Patienten und also 30 Minuten. 20 Minuten waren das dann. Vorher waren es, müsst ihr euch vorstellen, in den 20 Minuten war alles drin. Anziehen, ausziehen, Dokumentation. Also das ist Wahnsinn. Das war wie wirklich Abfertigung. Und das ist dann nicht mehr das, was du lernst. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Leistung immer schlimmer war. Also ich konnte mich auch nicht mehr richtig, ich war einfach müde. Ich habe mich immer in der Mittagspause hingelegt, weil ich konnte dann von der Mittagspause praktisch nach Hause fahren, statt zum Pferd. Und habe dann immer gedacht, das gibt's doch nicht, irgendwas muss ich jetzt machen. Und dann kam eine liebe Freundin auf mich zu, die in Eltville gewohnt hat, weil mein Mann, mit dem ich jetzt glücklich verheiratet bin, der hat tatsächlich hier eine Eigentumswohnung und oben drüber hat diese junge Dame gewohnt. Und das ist mittlerweile meine engste, ja, beste Freundin geworden. Diese Frau hat mir ein Ticket gegeben. Das war wirklich mein Ticket, wie der Lenny so schön sagt, in die Freiheit. Und ich habe damals nicht damit gerechnet, was mich dieses, ja, Ticket praktisch. Wohin mich dieses Ticket hinbringt. Und ich habe damals gesagt zu meiner lieben Nim, ich möchte jetzt hier nichts noch nebenher machen, weil sie da noch gesagt hat, wir könnten vielleicht was zusammen starten und dir könnte es dann besser gehen und du könntest dich vielleicht verwirklichen, weil du wolltest dich ja immer selbstständig machen. Und habe ich zu ihr irgendwann gesagt, das funktioniert nicht. Ich bin 55 Stunden am Arbeiten. Wie soll ich das denn da noch bitte reinkriegen? Ich bin einfach platt, wenn ich heimkomme und dann will ich auch meine Ruhe haben. Und sie sagte, Drita, gib mir wirklich einmal diese Chance. Das Geile war ja, diese Frau ist ja genial gewesen. Die kam in unsere Wohnung, stellte mir das Handy in die Küche, ja, so. Und dann war da ein junger Mann zu sehen.
Es war dann der liebe Danny. Und ich habe gesagt, wer ist denn der? Ne? Und mein Mann so, wer ist denn der Typ da? Und dann sagte sie so, ja, das ist der Danny. Und dann sagte der so, sag mal, Nim, hast du dir nichts erzählt? Nee, 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 aber du kannst jetzt loslegen. Ihr müsst euch vorstellen, hinten lauter Activise-Dosen. Ich habe gedacht, er zieht sich die Dosen durch die Nase. Ne? So, was ist mit dem nicht richtig? Also, was macht der denn da? Und er erzählt da was von Freiheit, ne? Okay. Und dann habe ich gedacht, naja. Weißt du was, Rita, wenn du auf den Kongress kommst oder beziehungsweise auf die Business Akademie war das in Ludwigshafen, dann freue ich mich, dich da zu sehen und dann wirst du mal was richtig Tolles erleben und dann wirst du die Produkte mal kennenlernen, weil sie kam ja mit diesen Tüten auch hier unten an. Und dann hat sie gesagt, probier mal. Für mich hat sich das am Anfang Power Cocktail und Restorate, habe ich erst gedacht, okay, Tüten kenne ich auch nicht. Ich bin aufgewachsen in der Tschechei so, dass meine Oma alles im Garten hatte. Wir haben wirklich, die haben nur frisch gekocht, meine Mutter hat frisch gekocht. Für mich gab es, wenn dann ein Präparat, mal Vitamin D oder Magnesium wegen den Wadenkrämpfen, die ich damals wirklich extremst hatte. Und das war es auch schon, ja. Und dann habe ich überhaupt mich damit gar nicht befasst. Also wir lernen einiges, sage ich mal, in der Physiotherapie über Aminosäuren und Kollagenbildung und, aber sagt dir kein Schwein mal, wie und was du da einnehmen sollst, ja. Und da habe ich immer gedacht, naja gut, ich gebe ihr eine Chance, weil diese Frau hat eine Autoimmunerkrankung und ich wusste, es ist eine Thailänderin und ich wusste, dass wenn die sagt, das ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Weil die würde mich in etwas nie reinbringen, wo ich nachher am Ende, sage ich mal, in irgendwas reinkomme, wo ich nicht mehr, ne, rauskomme. Und das, ich weiß noch den ersten Satz von meinem Mann, bitte komm mit keinem Abo heim. Ich so, nee, alles klar, ich dahin. Ich werde da gar nichts kaufen. Ich höre mir das jetzt erstmal an. Hingekommen, 2000 Menschen. Ja, und ich nur so, ach du Kacke, was ist denn hier los? Ich so, ich bin in der Sekte gelandet. Scheiße. Und die sagte nur so, und dann schön vorne in der ersten Reihe, und sagt die, Frieda, jetzt hock dich hier hin. Ich so, ja, sehr gut. Ich hingesetzt mit meiner Freundin geschrieben, die ist Ärztin. So, hey, Isabel, du. Ich bin gerade auf so einer Veranstaltung, kennst du Fitline? Und die so, ja, die Produkte trinke ich auch. Ich so, nicht dein Ernst, ne? Freundin, Ärztin, gibt mir das Zeug nicht. Da ich so, das kann ich sagen. Kannst du trinken? Bring dich nicht um. Aber den Rest, da kam wohl ihr irgendein Typ an und sagte mal zu ihr, ja, das wird dein Leben verändern. Da sagt sie, aber das hat sie nicht ganz kapiert. Da ging es nämlich ums Geschäftliche. Und damals hab ich zu ihr gesagt, okay, weißt du was, ich höre mir jetzt an, ich habe die Erfahrungsberichte dort gehört und ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Ich kann Menschen weit spüren, wenn irgendwas fake ist und wenn was nicht ist. Und mein Bauchgefühl hat mir in dem Moment gesagt, Trita, das ist es. Probier's aus. Da kann wirklich, was hast du denn zu verlieren? Ne? Dir geht es eh schon scheiße. Probier's aus. Wir dann in der Pause, zack, was macht der Danny? Activise angerührt. Ich knalle rot geworden, Ohren geglüht wie Sau und ich habe gesagt, was ist denn hier los? Dann sagt er, ja, Sauerstoff, B-Vitamine und ich so, krasser Scheiß. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Was kostet mich das? Ich bin Physiotherapeutin. Ich verdiene jetzt hier nur meine, da habe ich damals dann 1600 Euro netto verdient mit 55 Stunden von morgens bis abends geackert. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach krass. Manchmal waren es auch 60 Stunden, nur damit man ein bisschen einen Boni kriegt. Und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, wow, komm. Und dann sagt er, hier, weißt du was, wir machen gerade mal ein Abo. Und ich dann so, ach du Scheiße. Und ich so, wie komme ich denn da jetzt raus? Und dann sagt er so, ich so, nimm, du hast doch gesagt, sollst du auf mich aufpassen. Dann sagt er so, ja, das kannst du jederzeit kündigen, nach Hause schicken, wie der Lenny jetzt gesagt hat.
Jo, okay, komm. Ich kam heim und da habe ich gesagt, hey Schatz, ich probiere das jetzt aus. Und sagte, ja, ich habe ein Abo. Und dann noch so, okay, nicht dein Ernst, ne? Du sitzt, du kommst da noch nicht wieder raus. Wir haben denen dann aber alles gezeigt, dass du das wirklich testen kannst, zurückschicken kannst. Also okay, wenn es um deine Gesundheit geht, alles klar, mach, ne? Ich vertraue dir, nimm. Ich weiß, dass die dich da nicht irgendwie. Das war natürlich Gott sei Dank, also wirklich, dass ich da einen Mann habe, der mir dann nicht irgendwie extremst da reingeredet hat, sondern gesagt hat, okay, komm, ich trinke das schön, kam das Päckchen an. Ich dachte so in der ersten, wirklich am ersten Tag dachte ich schon so, krass, das ist doch ein Jojo-Effekt oder so, ne? Das kann ja nicht sein, dass du jetzt schon so direkt an dem ersten Tag schon so voll da bist und meine Patienten haben das selbst gespürt. Und das war dann noch in einem Festangestelltenverhältnis. Und dann sagte die so, meine Freundin und Chefin, sag mal, hast du irgendwelche Drogen genommen oder irgendwas? Du bist ja voll hier auf, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre gleich nochmal so zum Pferd. Und dann, die so, wie in der Pause oder was? Ich so, ja, klar, so, ich komme dann gleich wieder. Und dann sagte sie so, nee, warte mal, irgendwas stimmt da nicht, ne? Und dann hat die irgendwann zu mir gesagt, so, ja, du trinkst doch bestimmt das Zeug jetzt da, ne? Dann sage ich, ja, aber lass mich gerade mal. Ich muss das ja jetzt erstmal 3 Monate durchziehen, um zu gucken, ob das gut ist. So, ich natürlich gedacht, ja, scheiße, kein Geld mehr, ne? Damals voll im Minus, habe gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Bankberater angerufen, ob er mir jetzt noch was auch geben könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, nimm, wie läuft das? Wie kriege ich dann meine Produkte refinanziert? Weil ich will jetzt hier was ausprobieren. Ich war dann in dieser ersten 2 Wochen schon so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, ich pick mir jetzt hier 10 Leute raus und wenn das läuft, dann wird das mein Weg in die Freiheit. Ich weiß das. Und das hat mir mein Bauchgefühl sofort gesagt. Und in dem Moment hatte ich diese 10 Leute. Und die haben es dann für mich wirklich probiert. Und dann habe ich zu mir gesagt, geil, da hatte ich dann 111 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, weiter geht's. Da habe ich einen Vitalabend in der Pizzeria gemacht bei einem sehr guten, befreundeten, ja, wie sagt man, Pizzamann. Ja, genau. Und ja, im Restaurant. Und dann haben wir da die Vitalabende gestartet. Und ich habe damals dann noch eine nette Freundin kennengelernt durch meine Mutter, die mittlerweile einer meiner stärksten Linien ist oder meiner stärksten Linie, die damals von diesem Geschäft auch nichts wissen wollte. Hochgradige Allergie gehabt, ne, die liebe Jitka. Habe ihren Sohn noch behandelt, der ist Profi-Fußballer. Und zu ihr habe ich gesagt, als ich die dann gesehen habe, habe ich gesagt, du, was hast du denn? Bist du ansteckend oder was? Ihr müsst euch vorstellen, jetzt so aufgequollene Augen gehabt, angeschwollen, ne? Und dann habe ich gesagt, was ist mit dir wohl los? Bist du ansteckend? Und dann sagt die, nee, ich so, hier, warte mal, guck mal, ich trinke da gerade mal was, seit einem Monat, probier mal. Ich habe keine Ahnung, ob dir das hilft, habe ich gesagt, aber es wäre geil, wenn du es mal durchziehst, kannst du auch wieder zurückschicken. Und da habe ich sie auf einen Vitalabend eingeladen, mit ihrem Mann, dann kamen noch ein paar andere und so kam es ins Rollen. Also ich habe gar nicht mehr nachgedacht, sondern ich wollte einfach nur wissen, funktionieren die Sachen auch bei den anderen Leuten? Was passiert da? Ich habe innerhalb in kürzester Zeit so viele Erfahrungsberichte gehabt, dass ich dann gesagt habe, okay, die eine muss nicht operiert werden, die hat mit dem Knie wieder in Ordnung, die kann sich hinknien, die nächste mit der Allergie, der andere war Sportler, der nächste hatte mit der Haut was und somit habe ich gesagt, geil. Und mir war dann in dem Moment gar nicht bewusst, was da passiert, weil ich einfach nur funktioniert habe durch die Begeisterung. Und dadurch ist dann auf einmal, irgendwann kam der IMM und dann sagte mir, rufte der Christian Hohmann mich irgendwann an. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Und da sagt er, sag mal, was ist mit dir eigentlich? Und dann sagt er, was machst du da eigentlich? Du schießt hier durch und ich so, ja, bin hier. So, ja, ich erzähle einfach nur, ne? Und dann erzählte mir dann irgendwann auch der Danny, der mit den Ecdevice-Dosen. So, Mädel, jetzt kannst du dir ein Auto holen, konfigurieren, jetzt kannst du Rente und Urlaub kriegst du on top. Und ich so, ja, krass. Ich sehe das immer nur an den Stufen, sage ich das nur. Wie kommst du dahin? Was brauchst du? Ich habe aber das Ganze gar nicht so richtig verstanden. Ich sage, okay, du brauchst die Summe, brauchst irgendwelche Manager und dann machst du einfach mal, guckst du mal, wie es läuft.
Und als ich mir das erste Mal bewusst war, dass ich 1000 Euro mehr hatte, on top zu dem, was ich da verdient habe, habe ich mir gesagt, wow. Und ich habe einen ganz, ganz tollen, weisen Mann kennengelernt, ein Masseur, unglaublich blind. Der hat immer zu mir gesagt, das ist der Papa von meiner ehemaligen Chefin gewesen. Das Ziel jeden Physiotherapeuten ist es, sich selbstständig zu machen. Und da habe ich gesagt, das mache ich, weil ich es mit Herz und Seele mache. Und ich wollte immer mir meinen Wunsch erfüllen, dass ich wirklich so arbeiten kann, wie ich es mir vorstelle, dass ich Zeit habe für einen Patienten, dass ich nicht da rumhusche, dass ich wirklich auf das Problem eingehe. Dieses Konzept, was ich gelernt habe, das braucht einfach Zeit, ja. Da kannst du nicht zack, zack, das geht über Impulse, musst du alles frei machen, Nervenbahnen frei machen und Testungen. Und da habe ich gesagt, ich will nicht mehr diese Hektik. Ich möchte wirklich mich mit einem Menschen unterhalten und nicht nur sagen, okay, tschüss, ja, und es ist nichts passiert. Ich will Erfolge sehen. Dann kam Corona. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich ja dann meine 1000 Euro passiv hatte. Hatte mein Auto, was ich mir abgeholt habe. Auch so eine Geschichte. Noch nie einen Neuwagen gehabt. Noch nie. Ich bin fast ausgerastet, als ich da reinkam und habe alleine diesen Geruch, diesen neuen Geruch. Ich habe nur noch geheult, weil. Wenn du dir immer, ich war immer ein Mensch, der immer gearbeitet hat, immer. Ich habe für alles immer mir mein Geld zu sagen, ne, ob es jetzt das Auto war, die Reparaturen. Ich habe nie nach meinen Eltern gefragt, kannst du mir mal ein Auto kaufen oder hier jenes. Ich musste das immer selbst. Und da habe ich immer gedacht, wow, jetzt hast du es echt, das gibt's doch nicht, ne? Und ich habe natürlich, meine Eltern haben das so ein bisschen mitbeobachtet. Waren auch erstmal nur Happy Drinker. Mein Papa, unheimlicher Skeptiker, der gesagt, ja, trink mal dein Pülverchen und ist mit einem befreundeten Arzt auch noch, der wirklich, das ist ein nominierter Arzt auch noch, der wirklich auf Orthomolekularmedizin noch ganz viel macht. Und gesagt, ah, der gibt mir dies und jenes. Und da sage ich, ja, alles gut. Bis er dann auch selbst gemerkt hat, wie gut die Sachen sind. Naja, auf jeden Fall hatte ich das Auto und ich hatte dann den Rentenbescheid, dass ich den eintragen konnte, dass ich dann alleine schreiben konnte, okay, PM gibt dir was dazu, ich kann was da reinbuttern und der Urlaub. Und in Kroatien, als ich das erste Mal in Kroatien war, habe ich gedacht, was ist hier eigentlich los? Und als Corona kam, habe ich dann irgendwann für mich entschieden, weil ich gesagt habe, okay, du hast jetzt eine Riesenpraxis in Wiesbaden dir eröffnet, das kam ja auch noch dazu. War dann 2020, Ende ja, Oktober 2020, habe ich dann irgendwann gesagt, ich probiere es jetzt hier einfach, ne? Zoom-Calls gemacht, dann kamen bestimmte Menschen in mein Leben, die ja einfach mit mir hier das Ding durchgezogen haben und ich gesagt habe, wow, hier kann echt was passieren und wer weiß, vielleicht wird ja doch dein Plan, ja, dein Plan B zu Plan A. Wäre ja gar nicht so schlecht. Dann kannst du genau dann mit den Patienten arbeiten, die du möchtest. Ja, mit Menschen arbeiten, die du wirklich liebst, gerne hast und nicht irgendwie sagst, oh ja, okay, jetzt musst du, ja, weil du bist ja abhängig. Und dass du aufstehen kannst, wann du willst, dass du dir deine Termine machen kannst, wann du willst. Und dass ich von 55 Stunden auf 10 Stunden runtergegangen bin. Das war schon krass. Und da habe ich dann irgendwann geschaltet und ich habe nur noch Vollgas gegeben. Ich habe nur noch Vollgas gegeben. Ich habe meine Resultate rausgebracht. Ich meine, ich hatte wirklich extreme Beschwerden gehabt. Die sind ja einfach genial. Die sind, haben sich einfach sozusagen fast in die Luft aufgelöst. Grippale Infekte hatte ich wirklich jeden Monat extremst. Wenn ich vielleicht mal einen Anflug habe, dann wirken die Produkte sehr schnell. Jetzt zum Beispiel auch, ne? Ich habe mir ein Virus zugezogen, aber du merkst, was dein Körper, ich schätze diese Produkte so sehr, weil selbst als ich ein Virus hatte, hast du gemerkt, wie die Produkte arbeiten, ja? Wie schnell du dich auf einmal wieder erholst,
auch wenn es dich umgehauen hat und du gedacht hast, oh mein Gott, aber du bist so dankbar für die ganzen Sachen, ja, dass du aufbauen kannst. Das, klar, bei manchen Sachen musst du dann leider auch Antibiotika nehmen, aber was haben wir denn hier? Wir können direkt unseren Darm aufbauen. Ne? Unser Joghurt ist dafür da zum Aufbau. Dann nehmt Power Cocktail, dass die Darmbakterien sich richtig wieder aufbauen können. Das ist mir alles, eigentlich wird dir immer mehr bewusster, was wir da wirklich Gold in den Händen haben. Und ja, auf jeden Fall ist das Team immer mehr und mehr gewachsen. Und dass ich jetzt mal gesagt hätte, dass ich von Nicht-Geschäft machen auf einmal das hauptberuflich doch mache mit über 400 Menschen, das ist unglaublich. Und jetzt zum Beispiel auch in der Zeit, wo ich krank war in dem letzten Monat, also jetzt in dem letzten Monat, das war ja jetzt hier der Anfang April, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, du kannst dich mal kurz zurücklehnen und du kriegst dein Geld zum 15. des Monats. Das ist unglaublich. Ne? Und dass das Team so Gas gegeben hat, was hier für Freundschaften, für eine Familie entsteht, ich bin so dankbar dafür, jeden Tag. Und dass wir jetzt in dem Monat, dass es so geknallt hat und dass wir da wirklich wieder uns übertroffen haben. Also ich sag nur, es ist einfach, es ist kein einfacher Weg, aber du solltest niemals aufhören. Das ist das Erste, was ich sagen kann. Und vor allen Dingen immer daran glauben, was du hier hast und durchziehen und wirklich tolle Teampartner haben, die mit dir gehen, die nicht gegen dich gehen, sondern mit dir gehen, die ein Verständnis haben. Und ja, ich bin einfach dankbar auch, ich bin auch dankbar für die Tiefphasen, weil man die Wertschätzung dann immer wieder mehr hat. Ne? Es muss nicht alles so gehen. Also bei mir waren auch Phasen, wo ich gedacht habe, uiuiui, aber es ist einfach so, Disziplin mit Leidenschaft und es ist doch scheißegal, wann du wann welche Stufe erreichst. Fakt ist hier, wenn du es wirklich hier beruflich machen möchtest, dass du wirklich dran bleibst und das halt immer mit deinem, ja, mit deinem Herz, ne, mit deinem Herz, das immer wieder sich klar machen, warum mache ich das, was hat es mit mir gemacht, wie vielen Menschen hast du damit geholfen. Und dass meine Mutter jetzt mit mir ein Geschäft macht, hätte ich auch nie gedacht. Die macht zum Beispiel in Tschechien ihre ganzen Freundinnen. Wir haben in Tschechien letztes Jahr auch also eröffnet. Das war für mich auch sehr emotional. Mein Opa trinkt jetzt die Produkte schon seit 2 Jahren, ist begeistert, ja. Und der war auch total freudig, dass es jetzt in Prag eine Zweigstelle gibt. Und da sieht man ja auch wieder, egal wo du bist, du kannst es weltweit überall machen und kannst jedem hier eine Chance geben. Mein Papa, mega, der ist letztens ausgerastet, dass er keinen Power-Cocktail mehr hatte. Wir haben uns kaputt gelacht von euer Pülverchen, ne? Und dann, Scheiße, wo ist denn mein Pulver? Das ist genial. Also ich war jetzt vor kurzem da und wenn wir da anfangen, alle so, ne? Genial. Also ich liebe es. Ich liebe es. Und ja, freue mich einfach, dass wir jetzt auch wieder in Urlaub fahren. Zusammen. Die waren jetzt letztes Jahr auch mit in Kroatien, waren total begeistert und kommen jetzt wieder mit und machen das Geschäft jetzt zusammen. Hätte ich mir niemals erträumen lassen können. Und ja. Freue mich einfach auf alles, was passiert. Und jetzt nochmal zu dem Scheck. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Von 1700, also 1000, ja, 700 netto auf diese 8600, das ist schon krass. Und wenn du das hier mal 5 Jahre wirklich durchziehst, oder von mir aus auch 10, ist scheißegal wann, dann hast du es. Dranbleiben. Ja, mega, mega, mega. Also ich wollte eigentlich noch ein paar Fragen stellen, aber die hast du schon direkt beantwortet. Also Bist du die Schule?
hat sich super gepasst auf jeden Fall. Und ich bin gerade bei diesen ganzen Erfahrungsberichten, ich bin immer wieder begeistert. Weißt du, man denkt ja immer, wir haben ja Zauberpulver, ne? Dabei ist ja der Körper, der die Magie macht. Wenn er aber mal das bekommt, was er alles braucht über eine längere Zeit, dann kann er unheimliche Selbstheilungskräfte entwickeln. Und dann entstehen halt auch so krasse Erfahrungsberichte. Also ich feiere es einfach nur ab. Und ja, du hast ja deine Golden Nuggets sogar auch schon herausgehauen. Ja, also richtig geil. Ja, hast du noch irgendwelche Abschlussworte jetzt direkt? Weil wir sind ja schon fortgeschritten in der Zeit. Also ich kann nur sagen, fangt wirklich an. Ich habe durch PM mega, mega Bewusstsein bekommen und auch kann ich euch nur ans Herz legen, haut euch Affirmationen rein, wirklich jeden Tag, schreibt euch jeden Tag auf. Morgens drei Dinge, warum ihr für was dankbar seid. Und das können banale Dinge sein. Der Power-Cocktail am Morgen, dass ich den trinken kann, dass ich fließendes Wasser habe, ja, dass ich laufen kann, dass ich mir den Arsch abputzen kann, sonst was. Ja? Also einfach so banale Dinge. Ihr startet schon ganz anders in den Tag und wirklich motiviert euch. Und ja, ich kann nur sagen, es ist für jeden wirklich eine Chance. Und wie du sagst, wenn der Körper das bekommt, um wieder zu arbeiten, um die Selbstheilungskräfte in sich selbst wieder zu aktivieren, das ist natürlich auch die Bewegung an der frischen Luft oder ob Sport ist, ne? Die Ernährung und das noch on top und soziale, gute Menschen um euch herum, positive Menschen. Wenn ihr auch mal nicht die Möglichkeit jetzt habt, durch die Arbeit oder egal wo es auch ist, geht auf eine Veranstaltung oder geht mal irgendwo, guckt euch so einen Zoom-Call an, wo einfach geniale Menschen sind, die hier wirklich nur was Gutes wollen. Und was ich ganz toll finde, ist wirklich, wir schenken hier wirklich eine Stunde Leben. Und das hat der Lenny ganz, ganz toll nochmal gesagt. Auch wirklich für mich auch ein mega Grund zu sagen, genial, ich muss nicht irgendwo investieren, weiß nicht, dass das Geld nicht ankommt, aber hier kommt es wirklich an. Und wir tun was Gutes hier für die Welt. Ja, einfach mega, Drita. Vielen, vielen Dank erstmal für deine Story. Wirklich Hammer. Ich glaube, wir haben uns auch bei Christian auf dem Hoffest schon kennengelernt, kann das Ja, sein? genau. Ja, da habe ich mich ja auch mit reingeschmuggelt. Sehr Ja. gut. Genau, also ja, dann freue ich mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, deine Story nochmal im DSC Hannover ja, zu erzählen. Da sprich einfach nochmal mit meinem Bruder, der macht ja da die Planung. Ne? Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, wenn du da auch nochmal sprichst. Ja, das heißt, wenn du jetzt heute hier das erste Mal mit am Start warst und dir mal so einen richtig guten Eindruck geholt hast, wenn du noch Fragen hast, dann sprich einmal mit deinem Ansprechpartner, der dir den Link heute gegeben hat. Und ja, dann sage ich einfach nur, ja, fang einfach an, probier die Produkte mal für dich aus. Im schlimmsten Fall, ja, geht das Leben ganz normal weiter, wenn es dir nicht schmeckt oder sonstiges. Aber es könnte die Chance deines Lebens sein. Also behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf. Und ja, jetzt nochmal vielen, vielen Dank, lieber Lenny, für deine Mega-Präsi. Habe ich richtig abgefeiert. Und natürlich auch für die Monja und für die Lina, für die Erfahrungsberichte. Und natürlich nochmal an unseren Special Guest Rita. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich freue mich, euch dann auch bald wieder live zu sehen. Also, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen richtig schönen Abend und dann sehen wir uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder beim nächsten Online-Call. Also, macht's gut, ihr Lieben.